Пожрать бы, конечно, не помешало. Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und heute spiele ich mit dem Montro. Wir sind auf Customs als Scavs und ja, mal gucken, was hier so rauskommt. Bin gleich fertig mit Laden. Hier liegt auch schon ein Dahingeschiedener. Er hat dahingeschieden. Ja. Der ist ein toter Spieler, aber ohne Doc-Tag. Haben sie den schon gemobbelt, den Arm? So, ich bin da. Ich bin bei den Garagen. Mittendrin. Mittendrin? Dann komme ich hier rein. Hab eine Pistole und ein Superman-Cappy an. Und die tolle Scaff-Weste. So eine Militärmütze auf. Nicht, dass du mich gleich siehst und um die Ecke bringst. Noch sehe ich dich nicht. Bist du am roten Container? Ja, in der Ecke. Also ich sehe da gerade einen rumstehen. Nee, ich laufe die ganze Zeit. Dann ist das ein anderer Scav. Ah, hier steht einer am roten Container. Hallo, das bin ich. Hallo. Der guckt ein bisschen. Ach nee, der hat eine Kippe im Mund und grinst. Ja, er hat ein bisschen grinst sich einen ab. Nun müssen wir um hin. Old Road Gate und ist gesperrt. Warehouse, Old Guest Station. Ja, nehmen wir Old Guest Station. Нормас, нормас. Охуенно сейчас поживимся. Was redest du hier gerade Russisch? Ich rede nicht. Ach, der Scav geht hinter vor mir. Wo bist du denn hin? Ich bin hier im Dings drin. Wo bist du? Ach so, ich bin auch noch hier. Wo ist hier? Hinter dir. Ah. So, ah, nein! Du guckst hier überall rein, ja? Ja, hier ist der Ausgang, ne? Ich hatte jetzt hier nur mal so einer so ein bisschen drüber geguckt. Mir fehlen noch die ganzen Schlüssel, ey. Und so eine Brieftasche wäre mal gut. Alles, da vorne steht noch ein Scav. Ja, ich gehe mal links ins blaue Haus und guck mal in die Aktenschränke, ob da ein Schlüssel drin ist. Der lachte. Was lacht man denn hier? Ja, sind fröhlich. Ja. Fröhliches Gift. Die freuen sich, dass sie noch nicht abgeschossen wurden. Hier sind ganz viele davon. Die stehen hier einfach nur dumm rum. Ich schieße mal kurz, ja? Willst du einen Scav killen oder was? Ich will gucken, ob die sich bewegen, wenn ich schieße. Aber nee. Also schon mal einen Schlüssel für Dorms gefunden und eine HDD-Platte. Ach, siehst du, war es auch einer. Aber auf der anderen Seite ist ja auch noch so ein blaues Blechhäuschen. Willst du noch hin oder was? Ja, ich brauch den Customs-Schlüssel, damit wir hier zum Beispiel hier oben rechts, hier rechts in diese rote Halle da oben reinkommen. Da brauchst du ja, das geht ja nur mit Customs-Schlüssel. Oder Factory Key. Da können wir die Abkürzung nehmen, das ist auch natürlich Sahne. Wo ich immer drüber hüpfen muss. Mit meinem super Hüpftalent. Na, suche ich mal schnell mit, dann geht's schneller. Ja, oder links ist noch ein Rucksack. Oh, eine Kettchen. Ich sehe hier nichts drin. Siehst nichts? Ganz schön dunkel. Ach, da ist die Tasche. Ach, Stromkabel lasse ich liegen, braucht kein Mensch. Hier ist ein Messer ohne Ende in der Tasche. Ach, dann war da jemand schon dran, ne? Meinst du? Nee. Ich habe da noch kein Messer drin gefunden. Ich habe vorhin auch schon ein Messer gefunden in der einen Tasche.
hast mich weggeschoben, du. Ach so, cool. Also die eine Tasche eben war voll mit Loot und da war halt auch Messer drin. Ja, dann... Also hier ist noch eine Jacke. Ach, wo? Wo? Hier im Schrank. Ach, die übersehe ich? Scheiße, nehme ich... Ja, weil ich die Taschenlampe angemacht habe, ist nämlich ganz schön dunkel hier drin. Naja, ich hab doch auf das Bunny gerade, links von dir, das das Poster hier mit dem Bunny. Ah, oh, überlichtet. Nichts drin. Schrauben. Und Zigaretten. Ich würde sagen, gehen wir rüber, oder? Ja. Würde ich sagen. Da steht schon wieder einer? Nee. Das ist ein komisches Ding in Bogen mit, ja. Ja, ich dachte aber auch gerade, das wäre ein Spieler. Oder irgendwer. Ein Ziel zum Erschießen. Kommen wir eigentlich von hier nach Old Guest Station, wenn wir den Schlüssel nicht haben? Ja, müssen wir einen Umweg machen, ne? Bei der Tankstelle entweder drunter durch. So, als ob wir quasi zu den Silos gehen. Müssen bei der Baustelle dran vorbei. Ist dann nicht sinnvoller Railroad to Military Base? Ja, ich glaube, wir hatten wieder nicht die vier gleichen. Ich hatte noch irgendwas bei der Tankstelle, weil nicht Old Gas Station, sondern die anderen Tankstelle. Ah, hier liegt eine Leiche. Da kann man seitlich auch nochmal raus. Ich weiß aber gerade nicht, wie das heißt. Irgendwas mit Fuel Tanks oder so. Aber schon der zweite Spieler, der nackt ist. Ah, da liegt auch noch eine Leiche. Jetzt sieht man Skeff. Hier oben liegt auch noch einer. Brauchst du einen Rucksack? Der hat hier noch einen Rucksack. Ja, komm gleich. Erstmal brauche ich eine Sonnenbrille. Das passt zu meiner Superman-Mütze. Superman. Und ich nehme mal hier seine tolle Weste. Ich hasse diese normale Standard-Skeff-Weste. Ach, das ist das ein Spieler gewesen? Wo man halt das Dogtag geklaut? Ja, ich glaube schon. Oh, hier liegt auch noch eine Leiche beim Trabi. Und der hat auch schon einen Rucksack für mich. Ach, ich habe ja einen Rucksack, ich höre nie. Na toll. Du hast aber auch einen Rucksack, ja? Ja, so einen kleinen Teabag, ne? Ja gut, den hat er auch gleich. Der Typ hat hier noch einen Tactical Rig und eine Saiga. Ich weiß nicht, was du als Hauptwaffe hast. Ich hab eine Schrotflinte. Brauchst du die nicht? Ich habe ja auch schon eine Saiga. Ach so, ja, dann komme ich kurz. Wo bist du? Bei welchem Trabi? Hier bei dem Trabi, der offen ist. Müsstest du quasi an mir vorbeigelaufen sein. Der hat doch bestimmt noch Munition. Ich wollte gerade fragen, hat der noch Muni? Ich habe das Tactical Wit nicht aufgemacht. Weil ich reingeguckt. Ich bin gerade dabei. Mal schnell Munition checken. Und mal kurz nachladen. Oder warte mal, Alt war das. Sieht voll aus. Gut. Was hat der in der Säge? Halb leer, okay. Dann, sind wir gut ausgestattet. Ja. Also mit der Säge kann man schon einen gut die Beine wegballern. Auch wenn er einen Vor- und Arm hat. Ich habe ja hier noch die andere Schrot. Ist ja jetzt auch nicht schlecht. Oh, hier. AK-Mann. Weiß ich nicht, willst du noch eine Zweitwaffe? Ja, hol ich mir gleich.
Aber der gute Freund hat hier diese komische TOS 106, die ich haben will. Davon brauche ich ja 5 Stück. Was hat denn als Zweitwaffe? Ach, diese Kacke. Ne, hier die. Ja. Nehme ich trotzdem. Gut. In dem Tactical Rig sind noch 3 Magazine dafür. Danke. Die unterhalten sich hier. Alter, hier ist voll. Richtig viele Leute sind hier. Ja, aber nicht so die geilsten Sachen, ne? Und der Dings ist offen, der Truck. Ach ja, es gibt diese Totenkopfmaske. Die hier liegt cool. Auch noch einer. Der hat eine weiße Weste an. Und einen dicken Rucksack, yeah. Brauchst du die weiße Weste? Nee. Ich habe eine blaue an jetzt. Weil in der einen Quest brauche ich 3 Stück fürs Gear und halt 5 von diesen TOS 106 Schrotflinten. Die Frage ist nur, wo packe ich das alles hin? Ja, wie gesagt, ich mach die Quests ja nicht. Von daher nur. Ja, wenn ich es nebenbei finde. Ja. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir als Scav irgendwie zu spät kommen, oder? Sehr zu spät. Ich glaube, die Map ist leer. Also bis auf die Scav, sonst nichts. Ja, da vorne liegt einer auf der Straße. Also hier ist auf jeden Fall einer durch. Der wird wahrscheinlich auch durch den Ausgang schon sein. Vermute ich mal. Oh, da vorne geht einer, aber der ist auch ein Scav. Sicher? Der geht in Deckung. Ja, aber der hätte sonst schon 1000 Mal auf dich schießen können. Okay. Okay. Der ist durch den Stacheldraht gelaufen, der Idiot. Jetzt kann er sich kaum noch bewegen. Ja, super. Oh, hier liegen noch Helme und dicke Rucksäcke. Und eine AKSU, die nehme ich aber. Von diesen Kolpak-Helmen habe ich auch schon genug. Habe ich wenigstens wieder eine AKSU. Das ist doch schon gut. Ist die Frage, ob ich die Schrotflintenmunition noch aufbereite. Alter Schwede. 45er Mag. Oh, ui. Hier ist nochmal ein Rucksack voll mit Waffen. Was für Waffen? Eine AKSU und eine. Ach nee, ein SKS-Stock ist das nur. Hey, der steht da echt im Stacheldraht, der Horst, ne? Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe keinen Platz. Schieß noch mehr. Ich gehe mal auf die Gleise, damit ich besser gucken kann. Ich sehe nichts an der Tankstelle. Könnte aber bei diesem Military Posten sein. Ah, scheiß Management von Taschen hier. Ich komm nicht klar in meiner Welt. Machst du mir Tasche in Tasche in Tasche in Tasche? Klar. Ich hab schon von dir letztes Mal schon 3 Taschen und ich hatte davor schon nur 5 Taschen oder so. Ich hab gesehen, dass du meine Sachen mitgenommen hast.
Nein, Idiot, kann der wenigstens noch sterben dann? Ja. Der hat eine Seiga mit Taschenlampe. Und mit so einem Ding drauf, dann kannst du irgendwie noch so Visiere draufdrücken. Also ich bin schon mal gucken hier bei der Tankstelle. Ja, ich Tür ist auf jeden Fall zu. Oh, man kann sie öffnen, okay. Ja, dann war, hat sie trotzdem hier schon genutzt. Weil ich mach die auch hinter mir zu. Ja. Damit die Leute denken so, oh, die ist noch zu. Sieht leer gelootet aus. Boah. Wo war das? Hinter uns. Bist du noch im Häuschen? Ich guck grad noch hier in den Schränken. Ich hab glaube ich gerade ein Magazin weggeschmissen. Egal. Also wollen wir noch immer noch zur Old Gas Station? Ja, denke, oder? Ja gut. Ist doch gleich hier vorne. Also ich bin proppe voll auch. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ja, du kannst es ja gebrauchen. Du brauchst doch Loot. Ja, ich glaube aber das, was ich jetzt hier gerade habe, weiß ich gar nicht wohin damit. Na, hier sind welche tot. Aber ich sehe hier keinen. Die Tasche. Noch eine Seige. Geh mal kurz da die Tankstelle checken, weil ich wurde einmal von. Hat er irgendwie die Scav gekillt? Da redet noch einer. Ja, da wollen wir doch eh rein. Naja, ich will nur gucken, ich wurde einmal von hinterrücks erschossen. Die anderen waren uninteressant, oder? Da war nichts mehr. Okay. Dann extrakten wir raus. Geht nicht. Warte, hinter der Tankstelle vielleicht? Ne, das ist immer hier unten. Ne, gibt's auch. Ja, heißt dann auch Old Gas Station? Das weiß ich nicht. Old Gas Station kenne ich nur da unten. Jo, ich extrakte. Okay, dann gucke ich nochmal schnell in der Tasche hier. Wie heißt das hier? Keine Ahnung. Old Gas Station, okay. Das stimmt. Zweimal den gleichen Ausgang. Naja, wohl erfolgreich, ne? Ja, aber wieder keine Feinde gefunden irgendwie. Nee, ich glaube, wir waren einfach zu spät. Ich glaube, nächstes Mal, wenn wir als Scav spielen, killen wir auch die ganzen Scavs nebenbei. Alles klar. Wir müssen unseren Zuschauern was bieten. Gut, dann euch als Zuschauer noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.